Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich habe ein kleines Nickerchen gemacht seit der letzten Folge. Ich weiß noch, wir wollten irgendwie nach Norden einmal und nach Westen zwei Quests erledigen, bevor wir den einen Dude da eventuell verraten, da wir die Erfahrungspunkte brauchen. Deswegen würde ich jetzt auch erst einmal in Richtung Westen gehen. Ist doch Westen, ne? Ja, das ist Westen, okay. Und ich will mich eigentlich auch denen hier anschließen. So. Hier gibt es aber auch noch ein bisschen was zu sammeln. Ich muss aber auch sagen, Gothic 3 sieht grafisch eigentlich schon sehr hübsch aus, finde ich. Persönlich jetzt. Steuerung muss ich mich quasi daran umgewöhnen noch immer, dass es hier alles jetzt mit Mausklick ist und nicht mehr hier mit Steuerung und dann den Richtungstasten hier. Alles hier kaputt zu hauen. Weil hin und wieder, ich merke es auch, will ich, wenn ich das hier mache, so mit WASD hier irgendwie angreifen. Ich merke doch schon, dass sie das irgendwie immer noch manchmal will. Da vorne haben wir eine Aussichtsplattform. Und ich traue mich jetzt auch mal... Okay, das ist nur ein Stein. Ich traue mich jetzt auch mal ein bisschen in den Wald rein. Hier ist eine Truhe, hier ist ein Toter. So, was haben wir hier? Nice. Nehmen wir auch mit. Gibt's aber was auf dem Turm? Ich hatte jetzt erwartet, dass da unten irgendwie Viecher wären oder so. Hier ist das eine Höhle? Das ist keine Höhle. Ach, hier ist ja noch ein Toter. Den habe ich nicht gesehen. So, das nehmen wir auch mit. So, Schnapsbeere. Hier gibt's nichts, okay. Ich hab was laufen gehört. Was könnte hier sein? Bitte keine Blutfliege. Ich hoffe, hier ist wirklich keine versteckt. Die Blutfliegen gehen mir richtig auf den Nerv. Irgendwas schnaubt hier. Ich höre auf jeden Fall was. So, das nehmen wir auch noch mit. Hier ist nichts mehr. Irgendwas lungert hier irgendwo. Ist das ein Snapper? Yo!
Ein Snapper. Oh. Alter. Jetzt schon Snapper? Okay, jetzt wissen wir, was hier Trail ist. Manischkraut. Okay, wir haben jetzt schon Snapper. Ich glaube, da oben ist irgendwo noch einer. So, da vorne haben wir einen Bauernhof. Zu schwer. So, das ist das, was gesucht wurde. Ruckel, Ruckel. Zauberwurzel. Wo genau befinden wir uns? Kurz vor Trailes. Ah, okay. Ben? Noch so ein Söldner. Bist auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu leiden. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Du kleiner Hosenscheißer, gehst mal besser wieder an die Arbeit. Entspann dich, ich bin nicht gekommen, um dir Ärger zu machen, Bürschchen. Wird Zeit, dass dich jemand mal nimmt. Entspann dich. Komm, mach mal. Ich bin nicht gekommen, um dir Ärger zu machen, Bürschchen. Das will ich dir auch geraten haben. Ach was. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Wen? Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Wen genau? Den Aufseher. Ja genau, den Aufseher dort. Wie heißt er? Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich hab für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Mhm. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte gammelige Schaufel finde? Und was habe ich davon, wenn ich deine alte gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Ben, der Knecht, sucht seine Schaufel. Interessant. So. Die Eidechse. Ich weiß nicht, ob ich die erledigen kann. So, Sklave. Noch ein Sklave. Ich würde die Waldbeere gerne mitnehmen. Danke. So. Derek. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Schon wieder eins von diesen... Oh! Ah! Da! Ah! Da! Fängt schon gut an, verdammt. Jetzt hab ich ein kleines Problem. Ich muss eben... Nein, 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 nee. Wir wollten einen Heiltrank nehmen, ja? Ja. Oh. So. Jetzt einen Heiltrank. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Eben den hier. Davon ist noch einer. Dem hast du es gezeigt. So, und da ist der letzte. Das sind die? Um dich ist es nicht schade. So. Ich würde gerne den Goblin looten. Nicht das Huhn. So, jetzt eben nochmal schnell was futtern.
Das war jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe jetzt gedacht, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass er jetzt so kommt. Ich habe jetzt irgendwie auch bei Pachteintreibern was anderes gedacht als diese Goblins. So, hier vorne müsste noch einer liegen. Da. Sein Krüppel nehmen wir auch mit. So, von den Sklaven und so haben alle überlebt. Das ist gut. So, direkt. Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Was ist mit deiner Pacht? Woher kommen diese diebischen Goblins? Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich an Trelis zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Zeig mir deine Ware. Gutes hat er jetzt auch nicht, aber wir können die rostigen Schwerter, die Knüppel und die Orkwaffen mal verkaufen. Genau so wie die rostigen Streiter. Wie heißen die hier? Krushtara, Krushagash, Krushpach, den kennen wir noch, und Krushvarok. Sind neue Orkwaffen hinzugekommen. Und hier hinter habe ich eine Truhe gesehen. Dereks Truhe. Hat jetzt nicht als Diebstahl gezählt. So, im Norden hat er gesagt, kommen die hier im Fluss entlang. Seltsamer Pilz. Ich speichere jetzt noch einmal, weil wir hatten jetzt lange nicht gespeichert. Also, und irgendwo hier entlang soll eine Höhle von denen sein, im Norden, Fluss entlang. Mal gucken, ob wir die finden. Oder ob wir noch von irgendwas anderes angegriffen werden. So, Kötenwurz nehmen wir mit. Eber oder Keiler? Das ist ein Eber. Ja. So, auch Lüten. Da. Da haben wir die Goblins. So, ich bräuchte auch langsam wieder ein Lagerfeuer. So. Das würde ich auch gerne nochmal speichern. Dann sind die irgendwo hier. Ich glaube, dass da ist von Trelis. Kann das sein, wer ist denn das? Nein.
Okay, ist schon weg. War hier nicht da? Ich mag die Blutlinien gar nicht. Da ergreife ich lieber mal erstmal die Flucht. Die sind mir aktuell noch zu heftig. So, Eidechse. Die Punkte nehme ich auf jeden Fall mit. Hase. So, wir wollten aber irgendwo Weizen und Milch organisieren. Das war doch eigentlich das Bauernhof, oder nicht? Wo eines davon auf jeden Fall zu holen ist. Oder ist das da? Noch ein Glühviel. Nein. Weg. Kusch. Ich glaube, hier haben wir das, wo es Milch gibt. Sklave. Noch ein Sklave. Avogadro. Nein, bitte. Tu mir nichts. Ich bin's nicht gewesen. Entspann dich. Ich will mich nur umsehen. Was hast du ausgefressen? Moment mal. Was hast du ausgefressen? Raus mit der Sprache. Gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Mit dir stimmt doch was nicht. Mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin schon mein ganzes Leben lang auf diesem Bauernhof. Ich bin noch nie woanders gewesen. Ich weiß auch nichts. Ehrlich. Na klar. Mit Kuh kann ich nicht reden? Doch. Du siehst aus wie ein starker Kämpfer. Du bist bestimmt der Richtige, der mir bei meinem kleinen Problem mit den Höhlen unter meinem Hof helfen kann. Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Schon seit Tagen höre ich hier oben so ein furchteinflößendes Grunzen. Ich vermute, dass einige Viecher in den Höhlen unterhalb dieses Felsens hausen. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Du bist hier der Herr? Du bist hier der Herr? Die Orks sind die Herren. Sie pressen uns Bauern aus wie reife Früchte. Ich glaube, sie haben uns einfache Leute nur noch nicht getötet, weil sie keine Ahnung von Viehzucht haben. Ohne uns würden sie vermutlich verhungern. Wie läuft's auf deinem Hof? Wie läuft's auf deinem Hof? Wenn ich nicht so eine hohe Pacht bezahlen müsste jeden Monat, ging es mir besser. Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Die wollen für jeden Monat 1000 Goldmünzen. Ich habe das Gold zwar zusammen, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den Hof zu verlassen. Ich will erst wissen, was da unten mit den Höhlen nicht stimmt. Komm, ich kümmere mich um die Grunzen. Ich kümmere mich um die grunzenden Viecher in den Höhlen. Rotte die Nester da unten am besten gleich ganz aus. Okay, hat aber selber hier noch was zum Looten. Eine Truhe, die ich aber mal in Ruhe lasse. So, ich speichere noch einmal. Okay, vielleicht sind das die Höhlen, die auch mit den Goblins zu tun haben. Dann habe ich zwei Quests auf einen Schlag. Ah, hier. Ich glaube, das ist eher ein Keiler. Mehrere Keiler. Das wird schwer. Also Ripper, mein. Das werde ich nicht überleben. War klar, dass ich das nicht überleben werde. Hätte auch schöner sein können. Ja, okay. Dann suchen wir die Goblins woanders.
Und um die kümmere ich mich später. Gleich drei Ripper. Wir haben 10 Lernpunkte. Wir könnten eigentlich auch nochmal in Stärke investieren. Wie viel Geld haben wir? 5600. Okay, wir sind auch schon was Geld angeht mittlerweile gut aufgestellt. So, apropos, wo hat er gesagt, finde die streunenden Wölfe und töte sie. Weg für den Lagermeister. Ich glaube, das gehört schon zu Prelis, ne? Wenn der Knecht zu seinem Job, töte die diebischen Goblins nahe Dereks Bauernhof. Ah, ich glaube, ich bin schon zu weit dafür. Obwohl, der hat auch gesagt, in Richtung Norden. Vielleicht oben im Norden? Warte, wenn ich nochmal kurz gucke, was hat er da gesagt? Wir kommen immer wieder aus dem Norden hierher, auf meine Hof und klauen, was das heißt. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Irgendwo entlang des Flusses. Ich glaube aber auf der anderen Seite des Flusses. So geht's auch. Steinwurzel, nice. Und da gibt's Wölfe, Schlange. Blutfliege. Okay, wo muss ich lang? Wo ist die Straße nochmal hin? Blutfliege. Okay, ich sehe sonst nichts. Die können wir knacken. So, Schwert, Ring, maximal Ausdauer. 14. Liegt hier bei dem Boot noch was rum? So, wir haben wieder Fleisch. Ich glaube, die Eidechse machen wir doch fertig. Das sind Punkte. So, ich gesell mich mal an. Jetzt kriegen wir beide noch Ärger. Ich will mich ans Lagerfeuer setzen. Nur 5 Fleisch hatte ich. Ich dachte, ich hätte mehr. So, hier haben wir noch einen Morgentau. Also, wenn das hier Richtung Norden ist, dann sind die wahrscheinlich hier oben irgendwo, die Höhlen. Unten waren die ja jetzt nicht. Obwohl wir oben auf der anderen Seite einen gefunden haben. Was ist denn das? Eine Harte. Fleisch und Punkte. Also Erfahrung. So, das nehmen wir auch mit. Messer nehmen wir mit. Zu schwer. Zu schwer. Noch ein seltsamer Pilz. Morgentau. Ich glaube, das ist die Höhle. Das muss die Höhle der Goblins sein.
Ja, Goblinhöhle. Da! Oh, da kommt schon der nächste. Da! 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 So, nehmen wir alles mit. Und essen noch mal ein bisschen was. Na, kommt her. Da! Da! Oh, jetzt kommen alle. Da! 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 Jetzt ernsthaft? Oh. Ja. Ernsthaft jetzt? Ich hab nicht einmal treffen können. Also doch, schon einmal, aber ich hab nicht treffen können. Was war das denn jetzt? So übel habe ich noch, glaube ich, noch gar nicht verkackt gehabt. Sind aber auch kleine, lästige Mistviecher, die Goblins. Da! Da! So, mitnehmen. Einmal noch was essen. Da kommt schon der nächste. Da! Da! Oh. Da! Ernsthaft? Wieso treffe ich den nicht? Was ist das für einer? Der will mich doch verarschen. Da! Wieso kann ich jetzt keine Halbtränke trinken? Da sind sie immer noch. Ja, aber echt, das war jetzt richtig beschissen gerade, finde ich. Also, von meiner Situation jetzt aus. Da! 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 Oh. Da! Da! Wieso kann ich die... So. Ich glaube, ich esse mal was anderes, also für die Gesundheit. Hier Schinken. Weiß ich nicht, aber die kann ich mal essen. Vielleicht gibt das einen Bonus. Wenn man sowas irgendwie auf Dauer isst. Komm, machen wir. Komm, ein bisschen schneller. Wir haben auch eine Milch. Wir brauchen 5 davon, glaube ich, war das. Oder gebackene Fleischwurst können wir auch mal essen. So, und nochmal speichern. Kann ich aber gerade ein bisschen doof mit den Treffen.
Ah, jetzt kommen beide auf einmal, natürlich. Will mich doch auch verarschen hier. Richtige Mistviecher, die Goblins, echt jetzt. So. Erstmal der ewige Ladebildschirm. Komm schon. Ja, den haben wir. Einmal Waffe wechseln. Ja, wir haben die. Okay. Den Knüppel nehmen wir mit. So, war das der hier? Ne. Der hier war das, ne? Warum haben die eigentlich so viele Knapsbären? Ah, hier, zwei von mir. Fünf mal morgens drauf. Ich habe das Gefühl, hier sind gleich noch mehr von denen. Es geht da ja auch schließlich weiter. So, und das ist bestimmt schwer. Doch, kann ich knacken. Könnte ich sogar tatsächlich knacken. Guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Einmal Essen warm machen. So, ein rohes Fleisch. Ah, jetzt kommen die zu zweit, na super. Hä? Was chillen die da erstmal im Dunkeln? Da! Da! Da kommt schon der. Der hat mich jetzt voll erschrocken. Da! Okay, von der Seite angreifen, bringt was. Hier wird ein Goblin warm gehalten. Ist auch wieder lecker Fleisch. So. Ernsthaft? Hast du die Goblins wirklich?
dem, der mir schon hier weggenommen hat. So, hier lebst du ein Topf. Dann gleich 40 Leben. Reis, nur 3, okay, aber... Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel, um voll zu machen. Also was ist das? Grütze. 4 Leben. So, nochmal speichern und dann wieder rein. Ich glaube, ich lasse das mal mit der Fackel. Müsste jetzt auch, glaube ich, nur noch der hier sein, ne? Da! Was war das denn jetzt gerade für ein Kampf? Hä? Ich verstehe noch nicht, wie das Kampfsystem hier funktioniert mit ich glaube, ich habe das bisher noch in keinem Gothic-Teil richtig verstanden, wie der wann was macht, warum der jetzt gerade so... Oder liegt das daran, dass ich keine Ausdauer habe? Muss ich hier im Lagerfeuer erstmal ein bisschen chillen, bis die Ausdauer voll ist. Ne, da fühlt sich gar nichts auf. Vielleicht damit? Bisschen höher vielleicht? Ah, komm, nein! Oh. Hast du? So. Ja, einmal noch. Ja. Okay, mit Bogen ist teilweise sogar besser. So. Der hat nur gebackene Fleischwand. Was mit dem Schweinchen? Zu schwer. Okay, die ist zu schwer. So, die Pfeile nehme ich mal wieder mit, die ich verschlossen habe. Hier liegt noch ein Pfeil. Und die Truhen will ich auch nochmal knacken. Unmöglich. Unmögliche Schlösser knacken. Es gibt noch unmögliche. Ja gut, Waffen sind... Ah, hier haben wir nochmal ein paar. So, ich habe keine Ahnung, was mit dem Schwein ist. Also, wir können Derek Bescheid sagen, dass die keine Probleme mehr machen. Sonst haben wir hier alles gelootet. Ne? So, Fackel kann ich wieder einstecken. Ich mag die Ego-Perspektive auch ein bisschen. Warte, da lag noch ein rostiges Schwert, okay. Zu schwer. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ein toter Hase. Also Derek wird sich freuen, wenn er jetzt erfährt, dass das erledigt ist.
Ich wollte eigentlich hier einen Bauernhof finden, wegen Weizen, glaube ich, Weizenmehl. Und eines für Milch, ne? Die Hülle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Die Hülle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich Ruhe hier auf dem Hof. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. 300 Gold erhalten, nice. Und Erfahrung plus 500. Okay. Aber es fehlt auch nicht mehr viel für die nächste Stufe. Aber wo musste ich jetzt die Milch finden? Hier, für, Dings. Milch für den Lagermeister. Im Viehhof im Westen. Milchfässer und Abfall. Tja, ich sagte doch, ich glaube, das ist kein Zuckerschlecken. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich brauche. Da bin ich ja beruhigt. Okay. Viehhof im Westen. Das ist ja Westen. Das ist auch ein Viehhof. Gibt es hier vielleicht noch jemanden? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat der hier Milch? Leere Flaschen. Der hat keine Milch. Ich will keinen Ärger haben. Oder meint er sein, den eigenen Viehhof da oben? Noch ein Snapper. Wie lau sind sie? Ich dachte, die waren mal eine richtige Gefahr. Ganz zu Anfang. Gothic 1 und Gothic 2. Hier sind die ja richtig langsam. Verwundert mich wirklich gerade. So, okay, dann würde ich aber trotzdem noch einmal kurz beim Viehhof vor Montera hier gucken und schauen, dass da vielleicht irgendwie vielleicht was abgeholt werden muss von denen. Aber echt, das mit dem Snapper, das war jetzt, wirklich, verwunderlich. Ich habe gedacht, den Kampf schaffen wir nicht. Ich hätte nie gedacht, dass eine Blutfliege hier für mich persönlich gefährlicher sein wird als ein Snapper. So. Vielleicht von dem Viehhof hier? So, Söldner, auch Söldner. Einige Dinge werden sich nie so. Trotzdem gefällt mir das ganz. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Leon und Kelvin. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke.
Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht schicken sollte. Schluss jetzt, ab mit dir zum Tempel. Schluss jetzt, ab mit dir zum Tempel. Ja, ja, bevor ich mich schlagen lasse. Das hat uns gerade noch gefehlt. So, und Leon? Nee, Leon. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es, ich bleibe auf dem Hof hier. Du arbeitest ja, ab jetzt wieder in der Stadt. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht, die Schinderei bei den Ausgrabungen halte ich nicht mehr aus. Gib mir Gold und ich lasse dich auf dem Hof. Na gut, was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Na gut, was hast du anzubieten? Wir sind käuflich. Ich könnte dir was verraten, was dir in der Hierarchie der Söldner weiterhelfen wird. Okay, sag mir, was du hast. Okay, sag mir, was du hast. Also hör zu, Dennis hat einige seiner Leute kürzlich zum Kornhof geschickt, um da mal ein wenig stumm zu machen. Keine Ahnung, was sie dort angestellt haben, aber ich schätze, es war irgendeine Sauerei. Wie? Das war's jetzt? Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Ne, du gehst noch. Du gehst jetzt zu den Ausgrabungen, sonst mache ich dir Beine. Schon gut, bin ja schon weg. So. Gibt ihr noch mehr? Was ist das? Milchfass. Es war ein Fass Milch. Ich brauche fünf. Dennis. Hast du nichts zu tun? Suche Fässer Milch. So, zwei, drei. Milchkuh und Schwein. Noch mehr Milchfässer. Ja, da haben wir ein mächtiges Problem. Da sind nochmal zwei. Ich weiß nicht. Was kann denn schon groß passieren? Man muss eben aufpassen, dass man auch Zeit hat. Okay, ich glaube, das waren die Milchfässer. Nicht, ob du damit recht hast. Die gebraucht wurden. Oh, es wird schon dunkel. So, einige auch schlechter. Auch das selbst. Oh, da kommt schon Leon. Und Calvin. Ich gehe aber auch schon stark von aus, dass es wirklich die sein mussten mit Namen. Ne? So, da können wir noch nicht hin. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ah, hier. Sanford. Hier sind deine Milchfässer. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Was ist das denn für ein Schwert? Einfach nur Schwert, okay. Okay, dann im Norden noch Dings. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Nee, hier, okay. Wenn er so weiter Ruf bei den Assassinen 1. Ah, okay. Bei den Assassinen haben wir jetzt einen Ruf. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, warte mal, da war irgendwo eine Hütte, wo wir pennen können. Es wird dunkel, ich will auf jeden Fall was sehen können.
Marek? Am besten du erledigst das selbst. Willst du mich im Kampf? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Machen wir noch mal ein bisschen Stärke. Oder Schwertmeister? Oder warte. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund. Also trag ihn immer bei dir. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Okay. Verbliebene Lernpunkte 10 noch. Dann machen wir noch mal ein bisschen in Stärke. Mhm. Gut. Ich denk darüber nach. So, wenn wir jetzt uns mal angucken. Stärke 173. Und wir können den hier ausrüsten. Ne? Ja, nice. Was ist das? Maximal Ausdauer. Hier. Schutz vor Eis. Ja, gut. Und das ist meine Hütte. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, bis zum nächsten Morgen. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir zum Hof im Norden. Und für Dings hier die, die Weizendinger. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.